Lektion 136, Krankheit ist eine Abwehr gegen die Wahrheit. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und das ist selbstverständlich das größte Argument des Egos. Wenn du krank wirst, dann scheint dein Körper dich zu betrügen. Das Ego kann sagen, schau hin, wir sind verlassen worden, Gott liebt uns nicht. Gott würde das nicht geschehen lassen, wenn er dich lieben würde. Du wirst von Gott bestraft und so werden deine eigenen Verdrehungen auf Gott projiziert. Und so wirst du das Opfer und Gott wird der Täter. Und das ist es, was der Wunsch des Egos ist. Du musst dich erinnern, dass im Anfangspunkt deiner Trennungserfahrung hast du gewählt, dich selbst von der Ganzheit zu trennen. Und in dieser Trennung wurdest du so überwältigt von Schuld und Angst, dass du diese Welt erschaffen hast. Und in der Anstrengung, Gott davon abzuhalten, dich zu bestrafen, für das, was du den ultimativen Betrug nennst, hast du angefangen, dich selbst zu bestrafen. Du wurdest schuldig und du wurdest krank, weil du nicht glaubst, dass du in der Tat der heilige Sohn Gottes bist. Das heilige Kind Gottes und die heilige Tochter Gottes. Du glaubst, du bist ein Sünder und du glaubst, du hast etwas falsch gemacht. Und indem du in diesen Platz kamst, hast du es deinen Geist vergessen lassen. Aber du hast nicht die Schuld und die Scham und die Angst vergessen, die du über diese Trennung im Ausgangspunkt fühlst. Und im Glauben, dass Gott dich strafen würde. Also springst du vor und bestrafst dich selbst. Nun, das sind alles ziemlich esoterische Ideen, wo manche von euch sagen würden, ich habe einfach nur eine Erkältung, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Aber das sind die unbewussten Motivationen für eure Krankheiten. Die meisten von euch werden krank, um etwas zu erhalten, von dem du glaubst, das kannst du nicht erhalten, wenn du gesund bist und in Liebe bist und im Leben. Ihr wurdet indoktriniert mit Krankheit. Du wurdest indoktriniert mit solchen Ideen, wie dass du dich impfen lässt. Also du hast so einen kulturellen Glaubensmuster, dass du eben krank wirst, wenn du nicht geimpft bist. Und du könntest sonst sterben. Das ist selbstverständlich der Glauben an deine, also dieser Glaube ist der Glaube, ist die unbewusste Schuld, die du mit dir herumträgst durch die originale, also die Trennung am Anfang. Dein Geist ist wesentlich komplexer, als du glaubst und er enthält mehr Informationen, als du weißt. Viele Lebenszeiten und eine Fülle an Details, die du gesammelt hast, jede Sekunde, jedes Tages, seit du geboren wurdest, in diesen Körper. Es ist eine Maschine, die sehr, sehr hart arbeitet, um dich getrennt von der Wahrheit zu halten. Warum, wirst du fragen, warum tut sie das? Das ist, weil die Wahrheit überwältigend wäre. Die Wahrheit ist der Tod des Egos. Und daher hast du, als du gewählt hast, diese Trennung zu haben in dieser ursprünglichen Trennung, also eine etwas dumme Entscheidung, da hast du eine ganze Welt quasi fehl erschaffen. Und ein Glaubenssystem, das sagt, Liebe ist gefährlich. Gott bestraft mich. Und ich muss mich von der Liebe fernhalten, denn Gott ist der ultimative Ausdruck von Liebe. Das ist der Grund, warum du so viele Probleme mit dem Menschenlieben hast und mit der Selbstliebe hier auf diesem Planeten. Denn ihr habt hier wörtlich gesagt beschlossen, ein Reich von Nichtliebe zu betreten. Einige von euch werden vielleicht sagen, oh, ich sehe Liebe überall um mich herum. Meine Freunde lieben mich und meine Mutter liebt mich.
und meine Kinder lieben mich. Aber wir wollen euch fragen, wie bedingungslos ist das? Was musst du tun, um diese Liebe zu erhalten? Über wie viele Hürden musst du springen, bevor jemand beschließt, dass er dich nicht mehr lieben wird? Wir möchten nicht, dass ihr von der Welt desillusioniert werdet. Wir möchten, dass ihr versteht, dass ihr euch über die Welt erhebt. Ihr werdet ein Lichtstrahl für diejenigen, die tief verstrickt sind in die 3D-Welt, in dieses Schema oder Paradigma, das ihr Leben nennt. Ihr erhebt euch über das Logische und ihr erhebt euch über das Schlachtfeld. Und ihr kommt in Ausrichtung mit höheren und in Übereinstimmung mit höheren Prinzipien, die tatsächlich nicht auf der Erde existieren, an diesem Ort zu dieser Zeit. Also ihr könntet Polyanna genannt werden, das ist eine übertrieben optimistisch und lustige Person. Ihr könntet genannt werden, dass ihr eben Illusionen seht, oder ihr könntet genannt werden, dass ihr eine rosarote Brille tragt, weil ihr nicht so schnell sauer werdet oder so schnell nicht so schnell die Fassung verliert, aber ihr versteht das größere Bild dahinter und ihr versteht durch eure Vergebungspraxis und das Verständnis, dass Schuld nicht nötig ist und dass Opfer und Leiden nicht nötig ist. So schreitet ihr voran. Ein Schritt zu einer Zeit, einmal eine Vergebungspraxis nach der anderen. Ein Tag nach dem anderen, weiter und weiter. Höher und höher auf der Leiter zu Licht und Liebe, die dein natürliches Zuhause sind. Ihr habt euch selbst in Angst versetzt. Ihr habt einen großen Umweg in die Angst genommen. Und ihr habt Angst, nach Hause zu gehen, weil ihr Angst habt, dass der Vater euch bestrafen wird. Das ist es, wofür diese Geschichte vom verlorenen Sohn da ist, um das euch zu sagen, dass der Vater nur glücklich ist, wenn ihr nach Hause kommt. Da gibt es keine Sünde, da gibt es keine Bestrafung. Du wirst willkommen geheißen mit offenen Armen, mit absoluter und bedingungsloser Liebe. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich spreche morgen wieder zu euch.